Als deutsche Prinzessin kam sie nach Russland. Sie heiratete den Erben des Reiches, aber die Ehe war unglücklich. Sie plante den Staatsstreich und ihr Mann, der Dritte, wurde ermordet. Katharina die Große führte Kriege, liebte leidenschaftlich, unbarmherzig und machte Russland groß. Davon erzählen ihre Memoiren und Briefe. Eine dramatische Liebes- und Lebensgeschichte. St. Petersburg, 1762. Katharina war nun Zarin von Russland. Aber damit war ihre Herrschaft nicht gesichert. Am Hof gab es noch Anhänger ihres ermordeten Mannes. Katharina musste also geschickt taktieren. Es war ein Balanceakt für die ehemalige deutsche Prinzessin. Um an der Macht zu bleiben, musste sie möglichst viele für sich gewinnen. Musste es also allen recht machen. Sie war ein Naturtalent im Machtpoker. Sie hatte ein unglaubliches Gespür für Menschen, war zynisch und aufrichtig zugleich, wie alle großen Politiker. Eigentlich war Katharinas Herrschaft gesichert. Doch es gab jemanden, der einen legitimen Anspruch auf den Thron hatte. Der Gefangene Iwan VI., der eigentliche Erbe des Zarenthrons. Vor 20 Jahren hatte ihn die Zarin Elisabeth in der Festung Schlüsselburg eingekerkert. Jetzt war Iwan ein erwachsener Mann und angeblich schwachsinnig. Katharina wusste, ihre Gegner konnten Iwan VI. Benutzen, um sie vom Thron zu stürzen. Sie wollte deshalb wissen, was für eine Person Iwan war und fuhr deshalb nach Schlüsselburg. Schnell merkte Katharina, dass Iwan VI. Keineswegs schwachsinnig war und dass er um seine Bedeutung wusste. Hütet euch und beleidigt mich nicht. Ich bin der Großfürst von Russland. Ich bin euer Zar. Katharina traute sich nicht, Iwan beseitigen zu lassen, aber sie schärfte den Wachen noch einmal den Befehl Elisabeths ein. Würde jemand versuchen, Iwan zu befreien, dann musste er sofort umgebracht werden. Zwei Jahre nach dem Staatsstreich versuchten unzufriedene Offiziere, Katharina zu stürzen und Iwan zum Zaren zu machen. Als die Verschwörer die Festung stürmten, führten die Wachen den Befehl aus und erstachen Iwan. Katharina achtete die Ideen der Aufklärung und war damit die beste Herrscherin, die Russland je hatte. Aber wenn ihr Thron in Gefahr war, ging sie über Leichen. Innerhalb von zwei Jahren hatte Katharina sich zweier rechtmäßiger Zaren entledigt. Das passte ins Bild, das andere europäische Monarchien von Russland hatten. Das Land galt als rückständig und unzivilisiert. Die meisten Untertanen waren Leibeigene und ein Rechtssystem fehlte ebenso wie ein Erziehungs- und Gesundheitswesen. Aber Katharina hatte große Pläne. Die Zarin wollte die Gedanken der Aufklärung auch in Russland verbreiten. Deren liberale und rationale Prinzipien sollten das Land zu einer modernen europäischen Nation machen. Katharina war eine sehr disziplinierte und fleißige Frau. Sie stand um 6 Uhr auf, bereitete sich selbst den Tee und zündete den Kamin an. Dann widmete sie sich ihrer umfangreichen Korrespondenz mit den großen Denkern des Jahrhunderts. Rückblickend nannte sie diesen Lebensabschnitt die Periode der Graphomanie, der Schreibwut.
Die Intellektuellen Europas waren begeistert, eine so mächtige und gleichgesinnte Bewunderin ihrer Ideen zu haben. Sie sandten Katharina ihre Vorschläge zur Gesetzgebung, zur Aufhebung der Leibeigenschaft, zu Bildung und Ökonomie. Katharinas erstes großes Projekt war die große Instruktion. Dabei handelte es sich um nichts weniger als Überlegungen zur Reform des russischen Staates, basierend auf den Gedanken der Aufklärung. Katharina korrespondierte darüber auch mit dem berühmtesten Denker ihrer Zeit, mit Voltaire. Wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung alle an den Gesetzen mitarbeiten, hege ich große Hoffnungen für den Erfolg dieser wichtigen Mission. Ich glaube, sie in dieser Gesellschaft amüsieren. In ihren Ausarbeitungen stellt fest, wie ihre Regierung organisiert sein sollte. Es ist eine politisch. Wie an vielen anderen Höfen Europas war auch in St. Petersburg Französisch die Umgangssprache. Es gab also keine Sprachbarrieren für die Gedanken der Aufklärung. Der Zarin gelang es nie, anders als Friedrich dem Großen, Voltaire zu einem Besuch zu überreden. Dafür kam Diderot, ebenfalls ein Autor und gefeierter Enzyklopädist. Katharina sah damit ihren Hof auf dem von ihr angestrebten europäischen Niveau. Alors, ce qu'on constate, c'est que aucun des conseils de Diderot n'est suivi. Sie hat allerdings nie einen Ratschlag von Diderot befolgt. Er war also nur eine Art Aushängeschild. Aber das ist sicherlich nur ein Aspekt in dieser Beziehung. Zweifellos genoss sie die anregenden Gespräche mit Diderot. C'est fait par un jeune flamand. C'était très bon marché. Später kaufte sie sogar seine Kunstsammlung und seine Bibliothek, zahlte ihm bis zum Tod eine Rente. Auch wenn Katharina die radikalen Ideen der Aufklärung verwarf, wollte sie Russland doch modernisieren. Als wieder einmal eine schwere Pockenepidemie Russland heimsuchte, befahl sie, ein erkranktes Kind eines Mannes an den Hof zu bringen. Katharina wollte eine neue Behandlungsmethode ausprobieren, die Pockenschutzimpfung. Schließlich dachte ich, das Beste sei, selbst ein Beispiel zu geben, das den Menschen nützlich werden könnte. Ich ließ in England den berühmten Dr. Dimmesdale aufsuchen, der bereit war, sich nach Russland zu begeben. Dimitri, komm her. Dir wird nichts geschehen. Bei also einem Sie, solchen Dr. Beispiel wie Ihrer Impfung gegen die Pocken hat sie ganz sicher beides auf der einen Seite der Europäischkeit zu ihren, was sie für eine gute Monarchin für das Russ, die auf der Höhe der Zeit ist, auf der Höhe der naturwissenschaftlichen und medizinischen Entwicklung und das mit uns selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Aber es ist nicht etwa der Anfang eines großartigen allgemeinen Impfprogramms, das sie eröffnet. Soweit geht die Entwicklung nicht. Aber in der höfischen Gesellschaft in Petersburg ist es in diesem Moment natürlich schick, zur Impfung zu gehen. Zur Verbreitung der von ihr so bewunderten Ideen der Aufklärung ließ die Zarin im ganzen Land auch Hospitäler, Schulen und Akademien gründen. Für noch viel wichtiger hielt es Katharina allerdings, Russland den Status einer europäischen Großmacht zu sichern. Dafür musste sie Polen zerschlagen und die Türkei schwächen. 50 Jahre zuvor hatte Zar Peter der Große Russland den Norden und damit den Zugang zur Ostsee erkämpft. Nun plante Katharina, ihr Land nach Süden auszuweiten. Aber das Gebiet um das Schwarze Meer gehörte zum Osmanischen Reich. Hier müssten wir die Kontrolle gewinnen.
Dann hätten wir einen Zugang. Als die Türken 1768 Russland den Krieg erklärten, war Katharinas Chance gekommen. Zusammen mit ihrem Liebhaber Graf Grigori Orlov entwarf sie den Kriegsplan. Dabei ging es nicht nur um den Zugang zum Schwarzen Meer. Mir gefällt die Idee, dass die Türken glauben, wir könnten den Krieg niemals so lange durchhalten. Denn wenn die Leidenschaft sie nicht blenden würde, diese Leute, sie würden sich erinnern, dass Peter der Große 30 Jahre lang Krieg führte. Gegen die Schweden, die Polen und die Perser, ohne dass es dem Reich irgendwie geschadet hätte. Während der Kriegsvorbereitungen zeigte sich, dass die Beziehung zu Orlov längst brüchig war. Ihr Geliebter mochte attraktiv und unterhaltsam sein, aber er konnte ihr geistig nur wenig bieten. Das galt auch für seinen Bruder Alexei, den viele für den Mörder ihres Mannes hielten. Die Orlovs begannen Katharina zu langweilen. Sie war hochintelligent und universell gebildet. Damit konnten die Orlovs. Zu dieser Zeit machte ein Mann Katharina den Hof, der zur großen Liebe ihres Lebens werden sollte. Grigori Potjomkin war wie auch die Orlovs Gardeoffizier. Er hatte sich Peters des Dritten beteiligt und gehörte seitdem zur Hof. Sah gut aus, hatte Bestungen, war gebildet, kannte sich in Philosophie und Wissenschaft aus und sprach Griechisch und Latein. Dem hatten die Orlovs nichts entgegenzusetzen. Potjomkin konnte Katharina sogar zum Lachen bringen, wenn er andere parodierte. Die Orlovs merkten, Potjomkin bedrohte ihre Stellung am Hofe. Die Orlovs luden Potjomkin zu einer Partie Billard ein. Dabei verletzte Alexei das Narbengesicht ihn schwer. Nicht, Fuckermling. Wir erteilen euch eine Klappe, Potjomkin. Lieber Potjomkin, ein hübscher Alkibiades. Höchstens noch ein Zyklop. Potjomkin verließ St. Petersburg. Ob aus Furcht vor den Orlovs oder aufgrund seiner Entstellung, ist ungeklärt. Er ging zur kämpfenden Truppe und nahm am Feldzug gegen die Türken teil. Das Verhältnis zwischen Grigori Orlov und Katharina war am Ende. Orlov war ein Wüstling, er trank und hatte zahlreiche Liebschaften. Katharina hatte das bislang geduldet, der Draufgänger war ebenso. Aber nun brauchte sie jemanden, mit dem sie nicht nur privat, sondern auch über Staatsgeschäfte reden konnte. Sie wartete also auf eine günstige Gelegenheit. Also bin ich matt. Katharina hatte schon längere Zeit keine Gefühle mehr für Orlov. Einen neuen Partner. Dem wollte sie aber nicht verpflichtet sein, wie dem Grafen Grigori Orlov, dem sie ihre Krone verdankte. Der brillante Potjomkin war genau der Mann, von dem sie sich auch als Frau geliebt fühlte. Sie schrieb ihm und daraus entwickelte sich ein intimer Briefwechsel. Ich will mir eifrige, mutige, kluge und geschickte Männer unbedingt erhalten. Also bitte ich euch, setzt euch nicht unnötigerweise Gefahren aus. Als Potjomkin Katharinas Brief las, sprang er aufs nächste Pferd und galoppierte nach St. Petersburg. Potjomkin hoffte, Orlovs Platz als Berater und Liebhaber zu übernehmen. Aber Katharina war vorsichtig und ließ ihn noch warten. Am Hof jedoch wusste jeder, dass Potjomkins Stern stieg. Einer Anekdote nach begegnete Potjomkin einmal Grigori Orlov auf der Treppe zu Katharinas Gemächern. Potjomkin fragte ihn, was gibt's Neues am Hof? Orlov antwortete, nichts, außer dass sie auf dem Weg nach oben sind und ich auf dem Weg nach unten. Potjomkin wusste nun, dass ihm von Orlov keine Gefahr mehr drohte. Katharina wollte sich den immer noch einflussreichen Orlov nicht zum Feind machen. Wie alle ihre Liebhaber erhielt auch er eine großzügige Abfindung.
Im Winter 1774 zog Potjomkin in Katharinas Palast ein. Ihr hört nie auf zu essen. Alle wichtigen Entscheidungen wurden im Badehaus getroffen. Hier verbrachte das Paar oft die Abende. Sie redeten, aßen, badeten und liebten sich. Ihre Wir verbringen 4 Stunden miteinander ohne die geringste Langeweile. Ich verlasse dich immer wider Willen. Mein Täuberich, ich liebe dich sehr. Du bist schön, klug, amüsant. Ich vergesse die ganze Welt, wenn ich bei dir bin. In den ersten Jahren ihrer Beziehung war es eine leidenschaftliche Liebesaffäre, voll Fröhlichkeit. Beide waren einander intellektuell ebenbürtig und äußerst leidenschaftlich. Das machte sie zu dem bemerkenswertesten politischen Liebespaar ihrer Zeit. Dieses Glück wurde schon bald gestört. An der Wolga gab es einen Aufstand. Unter Führung des Kosaken Emiljan Pugatschow kam es zur größten Revolte in der Geschichte Russlands bis 1917. Um seine Autorität unter den Rebellen zu stärken, gab sich Pugatschow als Zar Peter III. Aus, Katharinas ermordeter Mann. Wie in einem Albtraum schien sich das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Die Aufständischen eroberten die strategisch wichtige Stadt Kasan. Pugatschow rief zur Ermordung aller Adligen auf, die gegen seine Armee kämpften. Erst jetzt realisierte Katharina, dass ihre Herrschaft ernsthaft bedroht war. Sie beriet sich nun immer wieder mit Potjomkin und es gelang ihrer Armee, Aufständischen zu schlagen. Pugatschow wurde von seinen Leuten verraten und ausgeliefert. Aber Katharina verzichtete auf ein blutiges Schauspiel, wie das unter früheren Zaren üblich gewesen war. Als Pugatschow durch Moskaus Straßen zu seiner Hinrichtung gefahren wurde, verlangte die Menge, ihn zu rädern und zu vierteilen. Aber als aufgeklärte Monarchin wollte Katharina kein grausames Spektakel und befahl deshalb dem Henker Pugatschow so schnell wie möglich hinzurichten. Mit dieser Haltung wollte die Zarin dem Volk demonstrieren, dass die Zeit der Grausamkeiten vorbei war. Der Pugatschow-Aufstand zeigte Katharina, dass sie ihre Herrschaft besser absichern musste. Sie begriff, dass ihre Regierung zentral und streng geführt werden musste. Katharina setzte dabei auch auf Reformen. Um künftige Aufstände zu verhindern, begann sie mit einer Reform der Reichsverwaltung und der Justiz. Sie war keine Juristin, aber sie wusste, was Recht und Gerechtigkeit ist. Sie ging schrittweise vor. Sie reformierte die Gemeindeverwaltung und schuf neue Gerichtsinstanzen. Auch entstanden Fürsorgeeinrichtungen, noch mehr Schulen und Krankenhäuser. Sie ließ auch das höhere Bildungswesen ausbauen. Danach regelte sie den Seehandel und das Wirtschaftsleben. Dann folgten Gesetze, die den Adel und die Städte betrafen, einschließlich der Polizeiverordnung für Moskau. Mit diesen Reformen schuf Katharina die Grundlage für den modernen russischen Staat. Es geht natürlich nicht um Emanzipation,
Aber es geht darum, Staatsdiener auf jedem Niveau zu gewinnen. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon amour. Catherine was interested. Katharina interessierte sich in erster Linie für die Reform der russischen Gesellschaft. Die Führung der Armee überließ sie Potjomkin. Mit ihren Maßnahmen sorgte sie dafür, dass Russland kein vom Adel und Militär allein beherrschter Staat mehr war. Under her rule acquired a more civilian caste. It wasn't so militarized. In dieser Zeit begann es zwischen Katharina und Potjomkin zu kriseln. Sie wollte ihn ständig um sich haben. Doch er war viel zu aktiv und wollte unabhängig bleiben, falls sie ihn doch verlassen würde. Eine Verrücktheit von mir, sich in einen Bären zu verlieben. Katharina versuchte deshalb, ihn eng an sich zu binden. Sie heirateten, allerdings nur heimlich. Der Staatsstreich, mit dem sie an die Macht kam, und die Umstände, unter denen ihr Mann Peter III. Gestorben war, schlossen eine offizielle Heirat aus. Katharina! Selbst wenn Katharina keine Rücksicht auf die Konventionen genommen hätte, ihr Mann wäre Mitregent geworden. Sie hätte also teilen müssen, aber sie war eine Autokratin. So blieb nur eine heimliche Eheschließung. Diese private Hochzeit sollte Potjomkin Sicherheit geben und zugleich die beiden romantisch und religiös verbinden. Eigentlich sollte die Heirat ihr Geheimnis bleiben, aber ihr Verhalten verriet vielen am Hof, was geschehen war. Im Juli 1774 schlossen Russland und das Osmanische Reich einen Friedensvertrag. Die Türken mussten Katharina zwei Häfen am Schwarzen Meer überlassen und russische Handelsschifffahrt zu türkischen Häfen erlauben. Russland feierte seine Eroberungen und den Frieden, aber das Verhältnis zwischen Katharina und Potjomkin blieb trotz der heimlichen Ehe gespannt. Selbst um neun kann man euch nicht schlafend vorfinden. Ich kam in eure Gemächer, Geliebter, doch ich fand nur eure Leute vor, die eure Zimmer richteten. Ich kam, euch zu sagen, dass ich euch sehr liebe. Wir wären glücklicher, wenn wir uns weniger lieben würden. Ihr werdet gut daran tun, am heutigen Abend beim Kartenspielen zu verlieren. Dafür, dass ihr mich vollkommen vergessen und wie einen alten Krug habt stehen lassen. Das Paar stritt sich immer häufiger. Katharina und Potjomkin klar, dass sie zwar nicht ohne, aber auch nicht miteinander leben konnten. Findet um Gottes Willen einen Weg zu verhindern, dass wir uns wieder streiten. Unser Zwist entsteht immer aus Nebensächlichkeiten. Wir streiten uns doch um der Macht, nicht um der Liebe willen. Da habt ihr sie, die Wahrheit. Es war offensichtlich, dass die Beziehung in einer tiefen Krise steckte. Zusätzliche Spannungen entstanden, als sich der junge Sekretär Katharinas, Peter Sawadowski, in die Zarin verliebte. Potjomkin fürchtete, die Zarin würde Sawadowski zu ihrem neuen Favoriten machen. Daher bat er Katharina, ihn nicht öffentlich zu verstoßen. Wenn es also beschlossene Sache ist, dass ich davon gejagt werde, dann tu es bitte nicht öffentlich. Wenn doch, würde es mein Tod bedeuten. 1776 kam es zum Bruch zwischen Katharina und Potjomkin. Die Zarin war nun mit ihrem Sekretär zusammen. Voller Spannung wartete die Hofgesellschaft darauf, wie Potjomkin reagieren würde, wenn sie ihn fallen ließ. Würde er die Nerven verlieren? Potjomkin aber wahrte seine Haltung. Er behandelte Sawadowski überaus höflich und war freundlich zu Katharina. So blieb er eine zentrale Figur der russischen Politik. Man erkannte am Hof, dass es ein Arrangement gab. Potjomkin blieb Katharinas Freund und Ratgeber in Staatsgeschäften. Hin und wieder blieb er auch über Nacht.
Dieses Arrangement hielt bis zum Tod. Katharinas Versuche, bei Sawadowski und anderen Glück und Erfüllung zu finden, blieben erfolglos. Erfolgreich war sie nur beim Regieren. Peter der Große hatte ein halbes Jahrhundert zuvor begonnen, Russland nach westlichen Vorbildern zu modernisieren und als Großmacht zu etablieren. Katharina führte seine Politik fort, sah sich als legitime Erbin und ehrte ihn mit einem prachtvollen Denkmal. Es trug die Inschrift Peter dem I. von Katharina der II. Mit dem sogenannten griechischen Projekt wollte sie dem Osmanischen Reich Konstantinopel, das alte christliche Byzanz, entreißen. Aber dazu brauchte sie einen Verbündeten an der Westflanke des türkischen Reiches. 1781 schloss Katharina ein Bündnis mit Joseph II., Erzherzog von Österreich und römisch-deutscher Kaiser. Katharinas und Potjomkins Traum war die Eroberung des Schwarzen Meeres und Konstantinopels. Sie wollte Byzanz und das Byzantinische Reich auferstehen lassen, wollte als Hüterin des orthodoxen Christentums das griechische Erbe antreten. Mein Gott. In St. Petersburg ein Geheimabkommen, in dem Österreich Russland seine Unterstützung in einem Krieg gegen die Türken zusichert. Ich finde, dass es keinen Aufschub duldet. Es ist unvermeidbar. Als Gegenleistung sollte Österreich einen Teil der eroberten Gebiete bekommen. Mit diesem brillanten diplomatischen Schachzug veränderte Katharina das Machtgefüge in Europa. Es war ein wichtiger Schritt, Russlands Position als Großmacht auszubauen. Moldawien und die Walachei werden verschwinden. Katharinas erstes Kriegsziel war die Eroberung der Krim. Den Feldzug gegen die Türken überließ die Zarin Potjomkin. Sie erhob den Grafen zum Fürsten. Er sollte in ihrem Namen in den neuen Provinzen regieren. Die Eroberung des Südens war Potjomkins größte Leistung. Sie ließ ihm dabei freie Hand. Er war wie ein Vizekönig. Mit seinen Kosakengenerälen plante Potjomkin den Feldzug. Aber er hatte auch schon für die Zeit danach Ideen. Festungen und Städte sollten entstehen, Straßen und Häfen gebaut werden. Die eroberten Gebiete nannte Potjomkin Neu-Russland. Tausende von Einwanderern sollten die fruchtbare schwarze Erde des Landes urbar machen. Potjomkin der Kolonisierung des Südens, Russlands Wirtschaft zu fördern. Katharina drängte ihn zum schnellen Handeln. Damit unsere Feinde keinen Weg finden, zusätzliche Hindernisse zu errichten. Von überall her kommen Nachrichten, dass die Türken zu den Waffen greifen. Zwar hatte Katharina Potjomkin freie Hand gelassen, doch wollte sie von ihm ständig informiert werden. Eine Staffette von Kurieren jagte mit ihren Briefen die 200 Kilometer von St. Petersburg zur Krim. Mit dieser Eroberung werdet ihr einen ewigen Ruhm erlangen, wie er noch keinem Herrscher Russlands zuteil geworden ist. Dieser Ruhm wird einem noch größeren das Tor öffnen. Denn mit der Krim gewinnt ihr auch die Herrschaft über das Schwarze Meer. Euch obliegt es nun zu entscheiden, ob ihr den Türken den Weg versperrt oder nicht. Ob sie leben oder sterben. Ich erhielt endlich euren Brief aus Karasu-Bazar, teurer Freund. Mit der angenehmen Nachricht, dass die Krim und die Nogaische Steppe den Treueeid geleistet haben. Für all das danke ich euch. Vielleicht wird diesmal alles ohne weitere Hindernisse verlaufen. Beteuert bitte allen, die gekämpft haben, dass sie nicht mit Undankbarkeit zu rechnen haben. Teile der Ukraine und die ganze Krim eroberte Russland, nicht jedoch Konstantinopel.
Katharinas Traum von einem neuen christlichen Byzanz als Teil Russlands, dennoch pries Potjomkin Katharinas Staatskunst. Welcher Herrscher hat jemals eine Epoche so brillant geprägt wie ihr die eure? Und was ich meine, ist nicht nur der Glanz. 1787 beschloss Katharina, den neuen Teil ihres Reiches zu bereisen. Die 58 Jahre alte Zarin lud dazu die Monarchen der Großmächte ein. Sie wollte der Welt ihre Eroberungen zeigen. Mit Schiffen fuhren sie und die Gäste den Dnieper hinab bis nach Sewastopol, Russlands erstem eisfreien Hafen. Die Reise in den Süden ist ein klassisches Beispiel für ihre Propaganda. Das hat mehrere Zielrichtungen. Vorrangig ist zu zeigen, dass das christliche russische Reich die muslimische Herrschaft über die Krim, die dort die Tataren hunderte von Jahren ausgeübt haben, beendet hat. Dieses Treffen mit Kaisern und Königen war ein Höhepunkt ihrer Herrschaft. Katharina die Große stand auf dem Gipfel der Macht. Potjomkin hatte dafür gesorgt, dass die Reise ein endloses Picknick wurde mit einem nicht zu übertreffenden Luxus. Und den Gästen entging auch nicht die Symbolik. Wie Katharina auf dem Dnieper war einst Kleopatra auf dem Nil gesegelt. Es war die bis dahin größte politische Prachtentfaltung der Neuzeit. Aber es gab auch Spötter auf der Reise. Graf Helbig, Sachsens Botschafter, lästerte, all das, was Potjomkin zeige, sei nur Fassade und ohne Substanz. So prägte der deutsche Diplomat den bis heute bekannten Begriff von den Potjomkinschen Dörfern. Potjomkins Dörfer waren aber keine Illusion. An den Ufern des Dnieper sahen Josef II. Von Österreich und Katharinas ehemaliger Liebhaber Stanisław Poniatowski, der nun König von Polen war, Festungen und Ansiedlungen, die keine Kulissen waren. Russland reist weit in den Süden. Es war eine Propagandaaktion, aber auf durchaus realer Grundlage. Sie demonstrierte ihre Macht und zu welcher Prachtentfaltung sie fähig war, aber auch, dass hier ein neues Reich geboren wurde. In Frankreich und Großbritannien beobachtete man argwöhnisch den Machtzuwachs Katharinas. Bald erschienen Karikaturen, die die Zarin als Nymphomanin zeigten, die es mit einem Regiment Dragoner treibt. Spott und Satire kümmerten die Monarchin nicht. Aber die französische Revolution von 1789 ließ sie wie viele andere Monarchen zittern. Die Zeit der absoluten Herrschaft schien abgelaufen. Der Albtraum einer solchen Revolution in Russland ließ die Zarin nicht mehr los. Katharinas Prinzipien einer aufgeklärten Herrscherin wurden in ihrem Reich bald in Frage gestellt. 1790 veröffentlichte der Schriftsteller Alexander Radischtschew das sozialkritische Buch Reise von St. Petersburg nach Moskau. Darin beschrieb er die erbärmlichen Lebensbedingungen der einfachen Leute und das Unrecht der Leibeigenschaft. Katharina empfand das als Majestätsbeleidigung. Der Verfasser ist von der französischen Manie befallen. Er sucht und ergreift Vorwand, um den Respekt vor der Autorität zu zerstören. Il avait deux bêtes noires, peut-on dire. Radischtschew kritisierte die Leibeigenschaft, aber im Buch ging es auch um moralische Fragen und Katharinas Rolle als absolute Monarchin. Auch wurde die fehlende Pressefreiheit Katharina machte ihm den Prozess. Radischtschew wurde zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt und nach Sibirien verbannt. Katharina erklärte, Radischtschew sei schlimmer als Pugatschow. Sie befahl, sein Buch zu verbrennen und verschärfte die Zensur. Selbst die Werke des einst so geschätzten Voltaire wurden verboten. Der verstorbene König von Preußen soll gesagt haben, das Ziel der Philosophen, Monarchien Europas zu stürzen.
Und die Enzyklopädie sei nur aus dem einzigen Grunde erschaffen worden, alle Könige zu vernichten. Und alle Religionen. Während die Folgen der Französischen Revolution Katharina in Anspruch nahmen, erreichte sie die Nachricht, dass Potjomkin schwer erkrankt war. Immer denke ich an euch Tag und Nacht. Ich bitte Gott, euch zu beschützen und gesund und wohl zu erhalten. Matuschka, meine allergnädigste Dame. So wie es um mich steht, flehe ich den Allmächtigen an, über eure Gesundheit zu wachen und werfe mich zu euren heiligen Füßen. Fürst Potjomkin. Oh, Matuschka, wie krank ich bin. Ich sorge mich furchtbar um eure Gesundheit. Ich weiß ja, wie gewissenhaft und eifrig ihr seid. Ich fürchte nichts außer... In diesem Augenblick, teurer Freund, seid ihr nicht irgendeiner, der lebt und tut, was ihn dünkt. Ihr gehört dem Staat. Ihr gehört mir. Ihr zu eurer Krankheit müsst, und ich befehle es euch, auf eure Gesundheit achten. Denn das Wohl, die Verteidigung und der Ruhm des Reiches sind euch anvertraut.1791 starb Potjomkin während einer Inspektionsreise auf der Krim in den Armen seiner Nichte. Bis zuletzt hielt er Katharinas letzten Brief ans Herz gedrückt. Potjomkin had gone on for 17 years. Die Beziehung da, sie verlor nicht nur ihren Geliebten, sondern auch ihren besten Ratgeber in allen Krisen. Er war mir mit Leidenschaft und Eifer verbunden. Er murrte und fuhr aus der Haut, wenn er der Meinung war, man könne etwas besser tun. Doch seine wildste Eigenschaft war ein Mut des Herzens und des Geistes, der ihn von allen anderen unterschied. Am Ende der Regierungszeit von Katharina war Russland wirtschaftlich und politisch stärker als je zuvor. Zu Russland gehörten jetzt Teile Polens und die Krim. Sie war bestimmt die größte Monarchin der Romanow-Dynastie nach Peter dem Großen. Sie hat tatsächlich die Idee der Aufklärung und Russland zum Rechtsstaat zu reformieren in die Welt gesetzt. Diese Idee ist bis zum Ende des Zarenreiches lebendig geblieben und ein Programm geblieben. Blicken wir doch einmal zurück. 1762 schreibt Ludwig XV. Von Frankreich über Katharina: Diese Frau müssen wir loswerden. 1792 heißt es, sie verkörpert die europäische Ordnung. Russland liegt im Herzen Europas und ist Europas größte Macht. In den letzten 5 Lebensjahren war Katharina häufig krank und verlor ihre Lebenskraft. Die Revolution in Frankreich, Aufstände im annektierten Polen und auf der Krim zehrten an ihrer Kraft. Am 17. November erlitt die Zarin in ihrem Bad einen Schlaganfall. Am Abend desselben Tages starb sie im Alter von 67 Jahren.
Ihr Sohn Paul, dem sie weder besondere Zuneigung noch großes Vertrauen geschenkt hatte, wurde der neue Zar. Paul ließ Peter III. Exhumieren und zusammen mit seiner Mutter in der Kathedrale der Peter-Pauls-Festung beisetzen. Der Mann, den Katharina so sehr verachtet hatte, sollte ewig an ihrer Seite ruhen. Wie Katharina von künftigen Generationen gesehen werden wollte, Nachruf. Hier ruht Katharina die Zweite. In Stettin, am 17.04.1729 geboren. Sie wanderte nach Russland aus, um im Jahre 1744 Peter III. Zu heiraten. Mit 14 Jahren schmiedete sie einen dreifachen Plan. Ihrem Mann, der Zarin und dem Volk zu gefallen. Und sie ließ nichts außer Acht, ihr Ziel zu erreichen. 18 Jahre Langeweile und Einsamkeit ließen sie viele Bücher lesen. Als sie den Thron Russlands erlangt hatte, wollte sie Gutes schaffen. Und hasste niemanden. Nachsichtig und umgänglich. Sie hatte eine republikanische Seele und ein gutes Sieg. Sie verzieh gern und leicht. Sie hatte Freunde.